Gute Lars. Grüß dich, servus. Weißt du, wenn dieses Video hier jetzt irgendwann hochgeladen wird, dann bist du bereits als Macher, als Herz und Seele vom Kickers TV und Fanradio zurückgetreten. Ich muss sagen, bei mir in den Kopf will das noch nicht so rein. Wie ist es bei dir? Ja, also wie gesagt, das war ja jetzt keine, keine Entscheidung, die man so gerne trifft, sondern es war eine Verstandesentscheidung. Und folglich habe ich mir auch noch gar keine richtigen Gedanken gemacht. Stand jetzt, so wie wir jetzt hier sitzen, habe ich erstmal alles ausgeblendet und ich denke und befürchte, es wird eine sehr emotionale Geschichte werden und ich glaube auch, es wird mir sehr, sehr vieles fehlen. Ja, was dir vielleicht fehlen würde oder was so emotional war jetzt auch die letzten über 16 Jahre, glaube ich, da wollen wir jetzt mal so ein bisschen drauf zurückgucken. Und wenn man sich versucht schlau zu machen, was ist denn so das allererste vom UFC Fanradio, was man so noch heute hören kann, dann kommt man da auf ein Zweitligaspiel gegen FC Kaiserslautern von 2006. Da steht jetzt erste Fanradio-Aufzeichnung. War das tatsächlich auch die erste Fanradio-Sendung? Nein, das war nicht die erste Fanradio-Sendung. Damals waren wir ja nur erstmal bestrebt, überhaupt, das war ja unvorstellbar, es gab ja gar kein mobiles Internet. Es waren die Anfänge des Internets, ja. Viele Firmen hatten Internet, aber privat war das auch noch nicht so ausgeprägt. Und mobiles Internet war eigentlich undenkbar. Und dann kam dieser mobile Stick, diese UMTS-Stick. Und deswegen waren wir nur darauf erpicht, erstmal überhaupt wirklich aus dem Stadion heraus senden zu können. Und eine Aufzeichnung hat überhaupt niemand gedacht bei diesem ersten Spiel. Ja, und also wenn ich mir überlege, wenn wir uns heute jemand fragt, wo übertragt ihr denn jetzt eigentlich? Dann ist bei uns entweder die Antwort YouTube oder ein Streaming-Anbieter oder da oder dort. Früher hieß das ja eigentlich ja, welchem Fernsehsender übertragt ihr? Also die Antwort Internet, ganz banal, die musste man ja eigentlich auch erstmal Leuten erklären wahrscheinlich. Ja, das war nicht nur nach außen hin schwierig, es war ja sogar nach innen hin schwierig. Als ich damals hier beim Präsidium und im Vorstand vorstellig geworden bin mit der Idee, habe ich ein bisschen erzählt und die konnten sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Die konnten sich das nicht vorstellen, was das ist, Fanradio, wie, was, wo. Und die haben dann kurzerhand nur gesagt, also ja, dann mach halt, es darf uns nur nichts kosten. Ah ja, aber was tatsächlich schon im Grunde genommen ist wie heute, ist deine Stimme, deine Moderation, vielleicht noch ein bisschen handzahmer sozusagen. Ich würde sagen, wir hören mal ein bisschen rein. So, die Lauterer sind jetzt im Angriff, Ende offenbare Hälfte. Markus Happer hat geklärt, spielt den Ball direkt auf die Mittellinie, wo ein Lauterer wieder mit dem Kopf etwas schneller ist. Aber Sieger beißt sich da fest und jetzt hat Thomas Wörle den Ball gekämpft in die Mitte. Und da wird er nochmal kurz zurückgepasst. Thorsten Jutt könnte jetzt auf Rüdiger Rehm, macht das aber nicht. Spielt nochmal in die Mitte. Der Ball ist auf der linken Seite. Ist er im Seitenaus? Er ist im Seitenaus. Ich glaube... Nein, Schiedsrichter hat faul gepfiffen. Faul von Kurt Dürker. Da hast du gemerkt, da waren wir noch etwas zurückhaltend. Ja. Da ging es erstmal darum, überhaupt das Ganze ins Funktionieren zu bringen. Ja, es ist ja auch... Also ich glaube, hattest du davor schon Moderationserfahrung? Ich meine, ihr seid ja im Grunde genommen alle ins kalte Wasser gesprungen damals, oder? Ja gut, ich hatte, bevor ich Fanradio gemacht habe oder als ich Fanradio gemacht habe, war ich ja schon Fanbeauftragter. Und ich hatte ja schon verschiedene Funktionen im OFC, habe also schon öffentlich auch des Öfteren gesprochen, aber noch niemals im Radio so in der Form. Als Kind habe ich immer schon mal bei Hörspielen und ähnlichen Sachen mitgewirkt im Radio. Von daher habe ich eine Liebe zum Radio. Aber ob das jetzt funktioniert und wie das funktioniert, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und das war auch gar nicht mein Ding. Mir ging es einfach darum, den Leuten die Brücke zu bauen, die nicht da sein können, das Spiel nach Hause zu bringen. Und da hattest du dann so im Grunde gar nicht lange gebraucht, um zu sagen, ja gut, Radio, das läuft ja jetzt wohl. Jetzt wollen wir auch nochmal die Kamera anknipsen dabei. Also ich habe jetzt mal so geschaut auf der Plattform Vimeo, die allerältesten Videos, da gibt es unter anderem eine Art Trailer fürs Fanradio.
Du machst ja immer wieder mal Trailer. Ich glaube, es gibt ja auch ein paar aktuellere so zum Fanradio oder auch Offenbach TV. Aber der ist noch etwas anders, würde ich sagen. Wir können auch da gerne mal reinschauen. Okay. Dann kommt der Ball auf die Fünferkante, Kopfball, Tor, 1-0, das war Marco Kobilas, der macht das Tor, ist das zu glauben? Nicht zu glauben, aber dennoch wahr, das OFC-Fanradio überträgt jedes Heim-, jedes Auswärtsspiel und alle Hintergrundinformationen direkt zu dir nach Hause, www.fanradio-ofc.de. Ja, da erinnere ich mich noch gut dran, weil dieses Stück hier, diese Computerstimme, diese in Anführungszeichen singende Computerstimme, das errätst du wahrscheinlich nie, wer das war, oder? Kannst du dir das vorstellen? Nee. Das war mein Freund Herbie. Und Herbie war ja im Grunde auch ein Pionier und hat durchaus auch etwas mit den Gründungszeiten des Fanradios zu tun. Denn er hat ja diese Streaming-Plattform Flatcast entdeckt gehabt. Ja, also da war klar, man kann grundsätzlich selbst Radio machen, also man kann streamen. Aber was es halt nicht gab zu diesem Zeitpunkt, war mobiles Internet. Und das kam dann eben durch mich, als dann mein EDV-Leiter mir diesen UMTS-Stick zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, und damit empfängst du zukünftig deine E-Mails. Und als er gesagt hat, empfängst, war mir klar, mit Herbies Plattform müsste ich jetzt nicht nur empfangen können, sondern auch senden können. Und das war die Geburtsstunde der deutschen Fanradios. Ja, und dann ging es ja im Grunde, also ich glaube, das war dann so, das fing an nach dem Zweitliga-Abstieg mit den Videos so ein bisschen, wenn ich das so richtig sehe. Genau, da haben wir mal eine Jahreshauptversammlung und ein paar andere Geschichtchen erstmal so gemacht, ja. Das stimmt. Genau, und dann stand im Grunde genommen schon, also das ist eine der Sachen, wo das erstmal so richtig überregional aufs OFC-Fanradio aufmerksam gemacht wurde, an, und zwar dieses DFB-Pokalspiel gegen Dortmund. Ich meine, klar sind die Erfolge dann auch immer eng mit dem sportlichen Erfolg verknüpft, aber das war schon besonders damals. Ja, das war legendär. Vor allen Dingen, wir waren ja sowieso wie im Rausch. Erstmal von der Grundstimmung wie jeder Fan auch. Dann das Spiel, das wurde auch noch gewonnen. Und es ging ja dann noch tagelang so weiter. Wir wurden dann förmlich rumgereicht mit unserer Stimme, mit unserem Video, mit all diesen ganzen Geschichten. Ich glaube, wir waren beim Stefan Raab, wir waren beim Zeigler, überall. Wir waren Pioniere, und das war natürlich die ideale Gelegenheit. Ja, und das war ja auch eine fantastische Reportage, einfach sehr mitreißend. Wir können ja noch mal ganz kurz reinhören. Weil die zwei geschossen haben. Wenn jetzt Mehen trifft, Freunde, dann ist es passiert. Der OFC, er wäre mindestens 500.000 Euro reicher. Und vor allen Dingen, er wäre in Pokalrunde Nummer 3. Sehat Mehic, machet. Er legt sich das Bällchen hin. Er schaut nochmal, dreht mit dem Fuß auf. Jetzt geht er zurück bis zur 16er Linie. Nimmt weiten Anlauf, konzentriert, geht er, schießt er. Tor! Alle rennen wie bekloppt. So, und jetzt ist die Waldemar-Klein-Tribüne vor dem Einsturz. Denn da hüpft und tanzt alles. Unglaubliche Szenen. Block 1, 2 und 3. Wie ein Mann stehen sie da, hüpfen sie da. Und die Dortmunder, hi-ha-ho, sie sind Co. Das sind sie auch, ja. Ich denke, die sind gelaufen. Ja, und es bleibt eine Serie. Jürgen Klopp hat noch nie auf dem Iberaberg gewonnen. Nein, warum sollte er? Diese Saison hielt aber nicht nur emotionale Highlights im Petto, Lars. Und ich fürchte, du weißt schon, wo ich jetzt drauf überleiten will. Es gab auch ein paar Tiefpunkte in der Saison, denn diese Mannschaft hat es nicht mehr so ganz geschafft, an dieser famosen Leistung anzuknüpfen. Und dann gab es einen Tiefpunkt in Babelsberg. Und ein gewisser Lars Kissner aus Offenbach hat da vielleicht den einen oder anderen Spieler, zum Beispiel Alexander Huber, interviewt. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal reinschauen. Hubi. So, Alexander Huber ist jetzt zu uns gekommen. Ihr wart lange jetzt eben bei den Fans gestanden. Deinem Gesicht ist man es auch anzusehen. So lustig war das nicht, oder?
Nee, das war nicht lustig, natürlich. Man muss sich schon ein bisschen was anhören. Aber die Fans, die waren trotzdem korrekt und haben gesagt, dass sie zu uns halten, trotz dieser katastrophalen Leistung. Es war einfach heute eine Leistung, die absolut nicht geht. Wir müssen uns enorm steigern und so dürfen wir hier nicht auftreten. Aber Hubi, ihr sagt das immer und Mensch, da sieht man manchmal ein paar Ansätze und dann wieder so ein Rückfall. Woran ist denn das zu begründen? Das war ja wirklich gar nichts heute. Man kann es einfach nicht begründen. Ich werde hier gefragt, da gefragt, warum. Ja, wenn wir es wüssten, würden wir es umstellen. Es ist einfach, als ob jede zweite, dritte Woche komplett der Wurm drin ist, keine Leidenschaft und nichts da. Ja? Und so geht das einfach nicht. Ja, ist das so leicht genommen worden? Oder wie kann man denn, ich meine, die Babelsberg ist ja keine Übermannschaft. Und spielerisch müsst ihr doch da Paroli bieten können. Aber die waren immer einen Tick schneller. Die haben gebissen. Und du kennst doch hier das Kickers Offenbach und die Fans, du hast das doch gehört. Das muss man dir doch alles nicht mehr erzählen. Also ich meine, jetzt willst du da dir festmachen. Aber ich frage dich jetzt auch für die Mannschaft. Was denken die denn? Damahu, Berger, Schönspielerei. Das ist doch Murks, das will man doch gar nicht sehen. Ja, das klappt gegen so Gegner nicht. Keine Frage. Normalerweise mit dieser Mannschaft müssen wir jeden Gegner weghauen. Ja, aber mit dieser Einstellung, wie wir heute an den Tag gelegt haben, ohne Aggressivität, uns das Schneid abgekaufen haben lassen, so gewinnen wir keinen Blumentopf. Und auch hier nicht in Babelsberg. Aber jetzt muss ich da nochmal fragen mit der Einstellung. Ich meine, ihr habt doch alle ein Ziel. Ihr müsst doch alle hoch. Auch wie kann es denn zu so einer Einstellung kommen? Du bist doch auch mitten in der Mannschaft. Da muss man doch mal, ich weiß nicht, ist den Leuten den Ernst nicht bewusst? Oder pokert ihr um Verträge? Verhandelt ihr mit anderen? Oder um was geht's denn da? Überhaupt nicht. Das hat damit einfach nichts zu tun. Ich weiß nicht, was ich jetzt wieder sagen soll. Ja. Ich habe jetzt zehnmal schon die Frage gestellt, warum? Ich sage, ich kann nichts beantworten. Es war einfach eine schlechte Leistung. Wir müssen sehen, dass wir die Woche wieder hart trainieren und das gegen Burghausen ganz anders machen. Fertig, aus. Alles klar. Dazu muss man sagen, also Hubi, vor dem habe ich ja riesen Respekt. Das war ein ganz toller, einwandfreier Sportsmann. Und wir mochten uns auch. Ja. Ich glaube, wir mögen uns auch heute noch, wenn wir uns sehen und so. Ist gar kein Thema. Aber da ist mir dann doch die Hutschnur gerissen. Und er konnte ja nichts dafür. Im Gegenteil, man muss ihm ja Respekt zollen, weil er war ja der einigen wenigen, die sich überhaupt gestellt haben. Und jetzt hat er aber meinen ganzen Frust hat er abbekommen. Ja, es war auch so ein bisschen so Hilflosigkeit auf beiden Seiten, weil ihr beide habt im Grunde genommen danach gerungen, was ist denn hier eigentlich los? Warum läuft es nicht mehr? Aber du hast auch wirklich bis dran geblieben, ne? Du hast da immer wieder nachgehakt. Ja, aber es spricht ja auch für den Hubi, dass er auch so emotional war. Andere, wie gesagt, würden sich A nicht stellen und B würden dann irgendwann sagen, was willst du, was soll das? Aber diese Emotionalität, die er auch gezeigt hat, dass wir uns so angepumpt haben, ich sage immer, das war so, wie das in Offenbach sein muss. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja, das stimmt. Weiteres, ja, Lowlight, aber irgendwie emotional war es schon in dieser Saison, war die Szene um Ocean. Wir erinnern uns an eine sehr emotionale, das war auch in dieser Saison, eine sehr emotionale Reportage in Saarbrücken. Ei. Also jetzt beraten sie sich immer noch, Großversammlung. Jetzt kommt Marco Kovilas, der Kapitän, sagt, ja, wollen wir heute noch weiterspielen? Was gibt's denn jetzt? Jetzt geht der Linienrichter. Er hat die rote Karte und die kriegt... Nein! Ocean kriegt rot! Das gibt es doch nicht! Der Saarbrücker Lerandi macht hier den Affen und dafür geht Ocean vom Platz. Ja, das ist doch ein Skandal sondergleichen. Donnerschlag, die sind doch nicht mehr von Sinnen. Erst können sie kein Fußball spielen, dann kriegen wir den Elfmeter nicht. Also das ist ein Verbrechen hier, wirklich am Spiel. Ocean bekommt rot und Lerandi geht wohl leer aus. Dieser Schlitzohr, dieser Sauhund. Ja, das war sehr, sehr emotional. Vor allen Dingen, die Bilder hat ja wahrscheinlich noch jeder im Kopf, als Lerandi da... Weißt auch sofort den Namen noch, ne? Ja, musste ja, ich dir jetzt gar nicht mehr einprügeln. Da den sterbenden Schwan gespielt hat, nur weil der Ocean mal so gemacht hat, ja, ist er da hingefallen. Und das ganze Spiel war ja schon, das war ja damals immer so. Wir waren in Saarbrücken, haben wir immer die bessere Mannschaft und haben trotzdem das Spiel verloren. Und hier war es ja dann auch so. Und durch diese Umstände auch noch, ne, rote Karte, die musste ja der Lerandi bekommen, die rote Karte. Ja. Unbedingt musste der die rote Karte bekommen. Und dann das auch noch, das gipfelte dann darin. Und das ging ja dann noch weiter in der Pressekonferenz. In der Pressekonferenz, Lubinger war damals der Trainer von Saarbrücken.
da war mein Freund Hansi mit dabei. Hansi war auch einer der ersten, die mit so beim Fanradio. Der war auch schon bei der. Der war sehr angezündet, ja, schon. Ja, der war sehr angezündet. Der war auf 180, ne? Und jetzt saß der. Jetzt, wie war das? Genau, der saß eine Reihe vor mir. Ich saß so genau hinter ihm. Und auf einmal fängt der Andi an und sagt mitten in der Pressekonferenz: Herr Luginge, was haben Sie für Spiel gesehen? Und ich immer so: Hansi, Herr Uff, habe ihm immer so eine gegeben hier, so eine reingegeben. Ne? Und du wirst nicht glauben, noch jahrelang, jedes Jahr, wenn wir nach Saarbrücken kamen, kamen die und haben nach dem Hansi gefragt und die hatten regelrecht Sweatshirts und T-Shirts. Ja. Herr Uff Hansi. Ja, es ist, glaube ich, auch, es beschreibt aber auch eigentlich ganz gut so das OFC-Fanradio. Es sind halt einfach alles Kickersnasen und das ist dann schön, wenn es erfolgreich läuft, aber halt auch doppelt schwer, wenn es erfolglos ist. Und ja, ich glaube, ihr saßt da aber auch so in Umgebungen, wo eure Emotionalität durchaus auch angeeckt ist in Saarbrücken. Also das ist dann auch immer so ein Faktor, der da mitschwingt, dass da auch Fans drumherum sitzen um euch. Da stand auch einer vor uns, das war auch bei diesem Spiel, der stand vor uns und wollte uns boxen. Ne? Also das gab's. Wir haben ja dann zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich kommen wir da auch noch drauf, nochmal ganz andere Sachen erlebt. Ich sag nur Sandhausen. Oder da müsstest du mir jetzt auf die Sprünge helfen, aber erzähl gerne. Sandhausen. Springen wir gerne. Naja, in Sandhausen war es ja dann damals so, auch zweite Liga. Ne? Ja, wir haben uns aufgeregt, weil die haben ziemlich geschauspielert, sind ständig hingefallen. Das haben wir entsprechend auch kommentiert. Auf einmal dreht sich ein älterer Mann um, schmeißt unseren Laptop uns entgegen, nimmt seine Zigarette und schnippst sie meinem Nebenmann ins Auge. Und der ist auch noch Polizist gewesen, ja. Und jetzt war das so, das ist dann vollkommen ausgeartet. Ich habe gerufen, holt schnell Security. Und es kam keine Security. Irgendwann kam die Security und hat uns abgeführt. Wir mussten das Stadion verlassen und der Sandhäuser Geschäftsführer hat gemeint, dann im Nachgang hat er gemeint, ja, er hätte uns mehrfach ermahnt, wir wären mehrfach negativ aufgefallen und so weiter. Jetzt war nur dumm, dass die ganze Sandhäuser Presse, die auch um uns herum gesessen hat, uns bezeugt hat, dass der Sandhäuser Vizepräsident das war. Und der hat auch zwei Tage später angerufen, hat gesagt, ich kann nicht mehr schlafen, ich will das wieder gut machen, können wir uns treffen? Da habe ich gesagt, ja schon, aber ich komme nicht nochmal nach Sandhausen. Dann ist er bis nach Offenbach gekommen, dann fing er an und sagt, ja, wie viel Geld wollen Sie? Da sage ich, ich will kein Geld, ich will rehabilitiert werden. Ich will, dass Sie sagen, wie es wirklich ist. Und dann haben wir das alles schön dargestellt, schriftlich fixiert, auch veröffentlicht und dann war die Geschichte dann aus der Welt. Ja, ja, es ist ja auch, also im Grunde genommen sind solche Momente, dadurch, dass das Fanradio einfach immer dabei war, sind halt wahnsinnig viele solcher besonderen Momente einfach auch eingefangen worden. Ich nehme jetzt mal, habe jetzt mal so das größte Beispiel rausgepickt. Stadioneröffnung ist zumindest ein sehr großer Moment, wo das Fanradio Kickers TV dann dabei war. Da gibt es Aufnahmen. Gibt es denn irgendwelche Momente, wo du sagst, da bin ich besonders glücklich, dass wir da mit dem Fanradio dabei waren, dass wir das irgendwie erhalten konnten? Ja, wie du sagst, also die meisten, wenn sie an Fanradio oder Kickers TV denken, sehen ja vor ihrem geistigen Auge immer nur die Spiele. Ne? Aber wir haben ja wirklich alles gemacht, alles. Ja? Das heißt, wir haben jeden Spieler, der kam, porträtiert. Wir waren manchmal, ich denke noch damals mit dem Trainer, mit dem Wolf, haben wir zum Beispiel in Dresden im Mannschaftshotel am Abend vor dem Spiel, Zweitligaspiel, noch ein Kamingespräch gemacht. Wir waren in allen Trainingslagern in Spanien, in Polen, in Zypern, auf Zypern, in der Türkei, überall mit dabei. Und ja, da gab es ganz viele Momente. Oder auch zum Beispiel Lockdown, nimm den Lockdown. Ne? Da kommen wir später noch drauf, tatsächlich. Dann kommen wir halt später drauf, ja. Aber das sind alles so Sachen. Ne? Wir haben ganz viele Sachen gemacht, die andere eben nicht gemacht haben. Bevor wir zu den diesen besonderen Videos kommen, will ich nochmal auf eine ganz besondere fußballerische Szene zurückkommen. Und die werden wir jetzt auf jeden Fall noch einspielen, Lars. Und ich sag nur nein, doch, was ist denn das? Oh, wieder Saarbrücken. Wieder Saarbrücken. Ja. Erstmal der OFC-Eindruck. Vorne reingeschlagen. Kopfball, erst einmal. Vielleicht jetzt mit dem zweiten Ball. Noch einmal oben reingespielt. Weiß ich nicht. Pintol. Drehschuss. Abgefälscht, das ist die Möglichkeit. Und jetzt Nachschuss. Kopfball. Und da ist er. Nicht im Tor. Nein. Oder doch. Nein. Was ist denn das? Tor. 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 Von der Burg macht das Tor! 1:1! Steven! Steven! Das gibt es nicht! Der
Robert Schauke, jetzt springt er in die Offenbacher Kurve. Die 1500 flippen förmlich aus. Und wieder war es Steven von der Burg, der Last-Minute-Mann. Das ist ja unglaublich, was dieser freche junge Kerl hier treibt. 1:1 der OFC ist wieder da. Ich werde dieses Tor nicht zeichnen können, also ich mach's natürlich. Da war ein Gewurschel und ja, das war natürlich auch legendär jetzt, nicht nur bis der Ball endlich im Tor war, auch die Reportage, die ist ja zigtausendfach dann gespielt worden, kam auch überall in allen Medien, ich glaube auch wieder Zeigler und sonst was, ne? Und von der Burg, das war natürlich Kult, der hat ja regelmäßig mit Ansagen in der Nachspielzeit Joker-Tore gemacht, ne? Jetzt war es ja sogar so, dass er ganz am Ende noch mit der Stiefelspitze irgendwo noch Kapek dran war. Ich glaube, Kapeks Oberschenkel, aber ja. Hat sich dann im Nachgang noch herausgestellt, aber es war im Grunde ein klassischer von der Burg. Ne? Ja. Und gingen alle Emotionen durch die Decke. Ja, es war ja auch wirklich eines dieser Spiele, wo zumindest ich dann danach dachte, okay, die Saison, da könnte es wirklich für ganz oben reichen. Es war Spitzenspiel ja auch noch auswärts, der Auswärtsblock war komplett voll und ich glaube, Saarbrücken war früh in Führung gegangen und dann war ja dieses ewige Drängen und es wäre ja so klassisch Kickers gewesen, dass dieser Ball dann nicht reingeht. Aber irgendwie, ja. Irgendwie hat es dann sein sollen. Ja. Dann aber jetzt mal, ja, vielleicht eher zu was Technischem und zwar Thema technische Weiterentwicklung. Wenn man sich überlegt, wie das Anfang mit ganz rudimentär am Anfang vielleicht mal die Kamera draufgehalten bei einem Spiel. Und ich habe mal versucht herauszufinden, was so die ersten Spiele waren, wo du gesagt hast, okay, und jetzt machen wir es mal mit mehreren Kameras. Ich glaube, das müsste so 2015, 2016 gewesen sein, die Saison, in Testspielen 2015. Kann das sein? Ja, das könnte sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau auswendig. Ich kann mich nur erinnern, das war noch im alten Stadion. Von daher können wir es mal ableiten. Nee, siehst du, das alte Stadion ist ja schon über 10 Jahre nicht mehr da. Also 21, das muss ja dann 11 schon gewesen sein. Mit mehreren Kameras? Ja, mit mehreren Kameras. Jetzt pass auf. Und zwar war da Folgendes. Hier war ja die Alcatraz-Tribüne, die Stahlrohr-Tribüne. Mhm. Ne? Und das war eine griechische Mannschaft. PAOK. Ich glaube, es war PAOK, ja. Saloniki, glaube ich, war das, oder? Ihr werdet sehen, wenn wir gerade Unfug labern. Das war eine griechische Mannschaft und der Block der Griechen war auch ziemlich voll. Ja, ja, die haben unheimlich viel Fans mitgehabt, unheimlich viel Stimmung. Und wir hatten überhaupt gar keine Ahnung. Jetzt ist es uns gelungen, dann mit 3 oder 4 Kameras dort oben zu stehen, ja, auf der alten Haupttribüne. Und wir hatten gar keine Ahnung, wie man das macht, ob man jetzt da ein Drittel, da ein Drittel, da ein Drittel und so schaltet. Aber das war die allererste Erfahrung mit mehreren Kameras. Und das muss ja schon mal mindestens... ja, 2010, 2011 gewesen sein. Das Spiel so schnell wie möglich in die Hand zu kriegen und auch zu drehen, aber der OFC wird da natürlich auch auf der Hut sein. Wolfgang Wolf wird es Ihnen auch gesagt haben. Und da müssen die Griechen sich auf jeden Fall strecken, um hier gegen uns was zu holen. Wir hatten übrigens ja vorhin ein bisschen mal spekuliert, wer wird eigentlich die erste Elf sein. Wie siehst du den Mejic und Husterer? Die hat man ja auch eigentlich immer unter den ersten Elf gesehen. Ja, aber ich glaube, Marcel Stadl hat auch eine sehr gute Vorbereitung bestritten und auch Husterer wird sich schwer tun, gerade auch mit der ersten Woche, die er nicht dabei sein durfte, vom FSV auch. Ich glaube, nicht dabei sein durfte. Ja. Eine Geschichte, ja, der FSV, der sich quasi, ich glaube, es gibt über 50 Profivereine und nur der Nummer 51 FSV meint, der muss sich anders verhalten in diesem Spiel. Und das wieder mal zu Lasten des OFC, dass da mal wieder was gemacht wird. Was entwickeln sich langsam zu unserem größten Frankfurter Freund, würde ich sagen. Genau. Ja, doch, ich glaube, das war im Vorfeld, das war die Wolfgang-Wolf-Saison, wo wir auch mit Dortmund, wo wir Dortmund geschlagen haben. Ich glaube, das war die Sommervorbereitung davor, wo das war. Ja, dann war es dann doch etwas früher mit den mehreren Kameras, dann Asche auf mein Haupt. Und ich habe dich ja vorhin bremsen müssen, weil du das You Never Talk Alone schon angesprochen hast. Mhm. Wenn ich mich zurückversetze in diese Zeit, dann war im Grunde genommen bei allen ganz großer Schock. Im Grunde genommen hatte auch jeder irgendwie was anderes im Kopf und gerade irgendwie andere Sorgen. Aber du hast dir dann irgendwie gedacht, nö, also jetzt ruht der Fußball. Die Sportschau war total verzweifelt, hat Zusammenfassung aus den 70ern gesendet oder sowas, weil sie nicht wussten, was sie tun sollen. Und du hast gedacht, nö. Aktuelle News um Kickers Offenbach machen wir trotzdem. So. Ja, und auf dem gleichen Gelände, da sind ja auch die Kickers Frauen zu Hause. Ja, und die haben ja in dieser Woche alles getoppt oder man könnte ja sagen alles gerockt. Denn da gab es ja unglaubliche Facebook-Likes, eine Reichweite von 51.000 Personen und Glückwünsche aus nah und fern. Der Aufstieg in die dritte Liga wurde geschafft. Ja,
Und letzte Woche haben wir das ja hier entsprechend mit der Live-Schaltung gewürdigt. Ja, und heute schauen wir noch mal ganz kurz darauf, wie sich in Corona-Zeiten die Mädels so fit halten und das sogar auf engstem Raum. Ja, die haben schon was drauf. Und jetzt spielt sie gleich den Doppelpass. Wow. Ja, da habt ihr es gesehen, die Kickers-Mädels, die zaubern ganz gut. Also da kann man auch mal hingehen und sich jetzt schon mal Regionalliga, das ist ja dort die dritte Liga, anschauen. So, und ja, wir bleiben... Es war ja nichts mehr da am Samstag. Ja, Samstag ja. Ist ja Kickerstag, ne? Oder Freitag, wie auch immer. Aber Samstags waren ja die Regeltermine. Und das konnte ja nicht sein, dass man jetzt A, den Lockdown hat und B, dann auch noch die Kickers genommen bekommt. Also haben wir das vollkommen ignoriert und gesagt, Samstags ist Kickerszeit, 14 Uhr, Samstag 14 Uhr, Kickers Offenbach live. Das haben wir gemacht. Ja, und wenn ich mich an ein besonderes Video erinnere, dann war das so, dass es ja diese Geisterspiele gab und irgendwann ein Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen. Natürlich, ja, es kann ja kein Spiel geben und es werden trotzdem Tickets dafür verkauft. Und dann hast du mich irgendwann gefragt, ja, könnte man das nicht über dieses Videospiel da machen? Genau. Ich dachte, okay, gut, ich kann das mal aufnehmen, Kickers Offenbach gegen Bayer Leverkusen auf FIFA, nehme ich es mal auf und dann, aber ich weiß nicht genau, was du dann machst. Und dann, ja, dann kamst du auf einmal mit Interviews von dem damaligen Trainer an, wie er dann fachgerecht analysiert, was Bayer Leverkusen so ausmacht. Und dann haben wir im Grunde genommen so getan, als wäre es ein echtes Spiel gewesen. Ja. Ja, und da ist ja nun der Präsident der Offenbacher Kickers. Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Das ist schon eine unheimliche Stimmung hier im Stadion. Die Fans machen gerade ihren Wechselgesang und ich freue mich, dass Sie jetzt nochmal zu uns gekommen sind, Herr Wagner. Zum Ende dieser Aktion Volle Hütte können wir mal so ein kleines Resümee ziehen. Ich denke, das ist doch jetzt hier ein toller, würdiger Abschluss. Ja, absolut. Das ist wirklich klasse. Und nochmal alle Unterstützer ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr das so toll unterstützt habt. Aber dann schön dazwischen gegangen, Trabant. Also das heißt, er ist schon wieder auf dem Posten. So ist es und generell muss man ja sagen, es wird heute ein richtiger Stresstest für unsere Defensive. Da werden wir viele Situationen haben, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, jetzt haben wir eine ganz gute Umschaltgelegenheit. Mike Vetter, schöner Ball auf Aboubakar Kakpo, der wird da nicht angegriffen und wird auch nicht mehr eingeholt werden. Aboubakar Kakpo, und da ist das 1-0, was ist denn hier los, lieber Lars? Unglaublich, der UFC geht in Führung gegen den großen Bayern 0-4 aus Leverkusen, herrlich. Und der Neuzugang, er trifft gleich in seinem ersten Spiel, da lässt er sich mächtig feiern. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass der UFC nicht nur mithält, sondern jetzt hier sogar in Führung geht. Ja, also ja, aus der Not eine Tugend machen. Ne? Also insofern hatten wir dann auch Fußballbilder, aber wir hatten ja noch ganz andere Parts in dieser Sendung drin. Wir hatten ja immer auch tatsächlich einen aktuellen Kickers-Spieler. Ja, das heißt, die haben dann regelrecht, wie würde man heute sagen, oder also Gymnastik haben die gemacht. Wir haben Gymnastik gemacht mit den OFC-Fans. Ne? Und von zu Hause. Ne? Die haben wir zugeschaltet über Skype. Und das war immer der aktuelle Spieler. Und dann haben wir aber auch andere Spieler gehabt. Altinternationale, Manni Ritschel, Kostede, vieles mehr. Türker war, glaube ich, auch zu Gast. So, Türker, ne? Ja. Also, und so hatten wir jeden Samstag ein richtig geiles Programm. Also Kickers Offenbach hat weitergespielt sozusagen jeden Samstag. Und Kickers Offenbach wird auch weiterspielen, dann ab nächster Saison. Ohne dich als aktives Mitglied beim Kickers TV. Ich weiß nicht, du ziehst die Stirn schon ein bisschen in Falten. Ja. Gibt es noch irgendwas Finales, was du loswerden magst? Oder? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich bin ja auch jemand, der nicht ins Kino geht. Ich kann nicht einfach nur etwas anschauen. Oder auch, ich gucke auch keine Filme. Ja, wenn, dann gucke ich eine Doku, weil ich irgendwas verstehen will oder sonst was, ja, weil ich was lernen will. Aber ich muss was tun. Ich muss was tun. Und wie das sein kann, dass ich jetzt hier bin und nichts tun werde, das ist für mich noch sehr fremd. Aber schauen wir mal. Also, ich hätte einen Vorschlag. Nee. Also, deine prophetischen Fähigkeiten, die werden ja fehlen. Ja. So Sachen wie, wann wir das 1-0 machen oder wie viele Zuschauer, das müssten wir ja natürlich trotzdem wissen, ne? dass du uns das halt vorher steckst. Das, ne? Das wäre gut. Ja. Gut, Dankeschön. Ja, weil du gerade Danke sagst, ich habe zu danken. Ganz, ganz vielen Menschen, die das alles überhaupt erst möglich gemacht haben.
fangen wir an bei meinem tollen Team. Da gehörst ja du ganz vorneweg auch mit dazu. Viele, die sich da angeschlossen haben, über viele, viele Jahre ganz, ganz treu da ihren Dienst gemacht haben. Manchmal hat es auch gar nicht so richtig in den Arbeitsplan oder sonst was gepasst. Manche haben Abitur gemacht und mussten da ja, das Ganze deichseln und so weiter, wie auch immer. Dann haben wir ganz viele Partner und Sponsoren gehabt, ne? Allen voran die Sparkasse Offenbach, aber ganz viele andere eben auch, die uns toll unterstützt haben. Ja, und natürlich die ganzen Fanradio-Unterstützer, das waren ja die allerersten. Die haben ja im Grunde dieses Wachstum erst ermöglicht, das muss man ja ganz klar so sagen. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Und das muss man ja auch sehen, das war ja eine freiwillige, ein freiwilliger Unterstützungsbeitrag. Und er ist ja auch nach wie vor so. Kann ich auch nur für werben, jetzt für die nächste Generation, auch für die nächste Saison. Das sollte man unbedingt machen. Also mir bleibt da wirklich ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Aber auch dem Verein, dem Präsidium und so weiter, dass sie uns da so haben machen lassen, dass wir selbst das ganze Ding prägen konnten. Ne? Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und vor allen Dingen natürlich auch die vielen Hörer und Zuschauer, die uns wirklich so viele Mails geschrieben haben. Man denkt immer, wir lesen alle Mails vor, wir lesen ja immer nur einen Teil vor. Das ist ja nur ein Bruchteil. Ne? Das war schon manchmal sehr, sehr, sehr bewegend. Und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön an euch, an die Partner, Sponsoren und Fanradio-Unterstützer. Ich kann nur für das Team, glaube ich, sprechen, aber natürlich haben wir es mit auch aus Liebe zum OFC gemacht, aber auch, weil da so ein Wahnsinniger vorweggegangen ist und uns gezeigt hat, was rot-weiße Leidenschaft ist, was Leidensbereitschaft ist, auch nach einem SCH-Spiel noch irgendwie die Interviews zu schneiden. Und uns hat das jemand fantastisch vorgelebt, nämlich du, Lars. Deswegen, ja. Auch von uns ein fettes Dankeschön. Es war mir eine Ehre.